Guten Morgen YouTube, wie geht's euch an diesem wunderschönen Tag? Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich muss ab und zu auf mein Handy schauen, um zu sehen, ob die Kamera auch so passt. Heute sind wir mal nicht auf Motorrad unterwegs, sondern wir sind bei mir zu Hause. Wie man sieht, ich habe zwei Helme vor mir, absolut die gleichen, mit dem einen einzigen Unterschied. Der hier geht so zu und der geht so zu. Der ist weiß, der ist schwarz. Der ist brutal dreckig. Der nicht. Ja, ich habe mir einen neuen Helm zugelegt. Was heißt neuer Helm? Neues Motovlog-Setup. Und ich dachte mir, Jungs, das nehme ich auf. So, bei meinem alten Helm seht ihr hier, also erstmal war hier was dran. Das war eigentlich ultra chillig, weil du einfach nur das Klebepad dran geballert hast und das hat dann ein Jahr oder so gehalten. Dann dachte ich mir so, komm, machst einen auf professionell und ballerst dein Klebepad hier hin. Das einzige Problem ist, das sieht man an dem Helm hier besser, hier ist das Klebepad, da will ich hin. Fickt ihr diese Lücke? Und wenn ich das Klebepad jetzt einfach so hier da dran hau, dann hat es halt null Halt. Habe ich mich informiert, was man dagegen machen kann? Falsch schon. Bam! Kintsugi-Glue. Kostet fast gar nichts. Gibt es in Schwarz und Weiß. Diesmal in Weiß, weil weißer Helm. So, habe ich beim letzten Mal hier schon gemacht. Von daher weiß ich ungefähr, wie es geht. Beim letzten Mal habe ich aber auch alle drei Packungen gebraucht, um es richtig hinzubekommen. Hoffen wir, dass es diesmal mit einer geht. Also wir müssen erstmal festlegen, wo wir ungefähr hin wollen. Wahrscheinlich wollen wir genau gleich platziert werden. So, dann machen wir das mal auf. Ups. Ich hätte es nicht aufmachen sollen. Wie mache ich das jetzt am besten? Erstmal, ihr fragt euch bestimmt, warum das Ding hier ist. Ich habe ja gesagt, beim letzten Mal ist was kaputt gegangen an der GoPro-Halterung. So sieht es noch normal aus, ne? Also wie ihr seht, so, yo. So, also es hat schon noch Halt, aber ich vertraue dem halt nicht so. Deswegen, das habe ich auch neu bestellt, aber dazu kommen wir später. So, wir müssen jetzt erstmal dieses Klebepad hier abmachen. Beim letzten Mal hat es nicht so sehr geklebt. Da besser nicht anfassen, das ist übertrieben klebrig. Jetzt kommt was Ekliges. Ihr werdet es merken. So, hier ist es. Das Kintsugi-Glue. Ich glaube, ein bisschen in der Hand damit hin und her spielen. Wie ihr seht, meine Hände verfärben sich schon. Spoiler, die werden auch noch ein paar Tage so aussehen. Ja, also hiermit so ein bisschen rumspielen. Dies, das, Ananas. Ich habe vergessen, wie lange ich damit rumspielen soll. 10 Sekunden. Das waren jetzt 10 Sekunden, oder? So, jetzt legen wir es aufs Klebepad. Ich weiß, alles ein bisschen kompliziert. So. Helm hätte ich schon längst vorlegen müssen. Ich hätte vielleicht das Visier abnehmen sehen sollen. Ich bin viel zu viel im Stress gerade. So, jetzt verbreitet ihr es am besten so irgendwie aufs Klebepad. Das ist, glaube ich, für 10 Minuten formbar. So, und jetzt nehmt ihr es. Bringt es dahin, wo ihr wollt. So, ungefähr so hier haben. Ups. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das endet alles komplett falsch. Oh mein Gott, hier ragt es komplett überall raus. Es sollte möglichst in der Mitte was vorhanden sein, weil in der Mitte ist halt diese Lücke, zumindest bei diesem Helm. Wenn ihr euch einen normalen Helm geholt habt, so wie es sich gehört fürs Motovloggen, dann solltet ihr auch gar kein Problem hiermit haben, weil ihr das gar nicht erst machen müsst. Ich bin halt komplett dumm in meinem Kopf und tu mir das an. Wie ihr seht, hier hinten ist jetzt gar nichts mehr. Das hätte nicht passieren dürfen. Das ist alles kompletter Müll, den ich hier produziert habe. Ich glaube, ich brauche eine zweite Packung Kintsugi-Glue. Wie ihr aber seht, ich krieg's jetzt schon nicht mehr ab. Ich glaube, ich habe komplett ins Essen geschissen. Ja, das habe ich. Das heißt, das einmal abnehmen. Ich versuche es nochmal so mit der Einpackung. Wenn es komplett schief läuft, dann mache ich einfach das zweite Mount, was ich noch da habe. Es ist ja eh 10 Minuten verformbar. Ich habe 10 Minuten also Zeit, hier mit rumzuspielen. Es ist ein bisschen weiter hinten bei meinem anderen Helm. Ungefähr so ist es. Was ich jetzt gern mache, ist, ich hole mir gern so einen Zahnstocher und pull damit rum. Und mit gerne meine ich, ich habe das beim letzten Mal auch so gemacht und da hat es ein bisschen funktioniert. Zum Beispiel das hier brauche ich halt nicht hier. Das kann ich dann schon so ein bisschen hier was hin. Joa. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal wirklich zwei Packungen davon benutzt, weil es einfach viel besser aussah. Naja, das wird schon halten. Und so, damit endet mein Teil des Videos. Für euch wird es ganz normal weiterlaufen. Ich muss mir jetzt 2 Tage lang die Hände waschen gehen, weil das Ding 2 Tage zum Aushärten braucht. Ungefähr so lange brauchst du auch, bis deine Hände wieder sauber sind. Ja, ihr müsst nichts machen. Für euch geht es ganz normal weiter.
keine Ahnung, warum ich das jetzt gesagt habe. Das sehen wir wieder. Für euch ist gar nichts vergangen. Ich glaube, ich habe das Zeug jetzt 4 Tage aushärten lassen, anstatt meine 2, weil ich einfach nicht wirklich viel Zeit gefunden habe, irgendwie ein Video zu machen. Aber wir machen gleich weiter. Wir kommen jetzt zum ätzenden Teil. Und das ist das Mikrofon. Zuerst mal Helm auseinanderbauen. Ist, glaube ich, jeder Helm ist zwar anders, aber ich glaube, jeder Helm lässt sich gleich auseinanderbauen. Meistens erstmal das da vorne abziehen. Jetzt innen, dieses Innenpolster. Ich weiß nicht, ob ihr es hier seht. Wahrscheinlich nicht. Ich schau gerade auf. Auf jeden Fall, hier drin sind so Halterungen. Ihr seht es gar nicht, Digga, auf dem Video. Das sind auf jeden Fall so Klipse. Ihr werdet die bestimmt gleich hören, wenn ich die aufmache. So, habt ihr safe gehört. Die einfach aufmachen, dann kann man das Ding... Ich glaube, man sollte es nicht so leicht rausziehen können, wie ich es hier kann. Helm ist aber auch schon alt. So, das legt ihr dann zur Seite. Beim anderen genau das gleiche. So, jetzt seht ihr hier, habe ich überall Kleber dran. Das hat einen ganz einfachen Grund. Den werdet ihr gleich sehen. Also ansonsten noch das hier oben. Ich glaube, das kann man auch einfach abziehen. Ja, gell? Ja, das ist hier hinten. 1, 2. Und vorne, so wie es aussieht, kann ich das nicht. Dafür kann ich es hier vorne einfach durchs Visier durchhängen lassen. Und damit hat sich die Sache. So, ihr seht jetzt das Problem, was ich mit meinem Kabel habe. Es ist brutal lang. Und hier ist es ja schon eingerollt. Naja, auf jeden Fall, das ist ultra ätzend an meinem Kabel. Es ist so brutal lang. Ich weiß nicht, warum ich mir ein 2 Meter Kabel gekauft habe. Es ist aber heftig gut. Also normalerweise sollte das der easieste Part am ganzen Helm sein, weil, ja, du legst halt das Kabel rein, dann verschiebst du es ein bisschen und das war's. Und wenn du so wie ich bist, dann hast du verkackt. Dann hast du ein 2 Meter Kabel gekauft und musst durch den ganzen Helm den Kabel ziehen. Den Kabel, wahrscheinlich den Kabel, oder? Das legen wir zurück, den Helm bauen wir danach zusammen. So, jetzt einen neuen Helm. Wenn ihr, so wie ich, ein langes Kabel verlegen müsst, oder an sich würde ich euch immer empfehlen, wenn ihr irgendwas am Helm macht, nehmt das Visier ab. Hier ultra easy, hebt ihr kurz an, dann sollte das eigentlich, so, dann ist eine Hälfte raus. Beim nächsten genau das gleiche, anheben, irgendwo steckt es noch fest. So, ist raus. Bam, Visier ab, 1000-mal einfacher so daran zu arbeiten. Jetzt, das ist das erste Mal, dass ich das auseinandernehme. Ich hoffe, dass ich nichts kaputt mache. So, gut, jetzt der übertrieben ätzende Part des Videos. Und zwar das Anschließen vom Mikrofon. So, was ihr dafür macht ist, wie gesagt, ich habe das gedreht, das passt super geil hier rein. Als ob es dafür gemacht wurde. Und nicht dafür, dass man Sehne anschließt. So, was ihr macht, da rein. Ich hätte vielleicht davor Taser vorbereiten sollen. Das mache ich jetzt einfach. So, was ihr jetzt macht ist, immer wieder das Kabel irgendwo fixieren. So, einmal hier. Und dann sollte das auch ein Leben lang halten, hoffe ich zumindest. Also im Übrigen, ich werde euch das jetzt nicht zeigen, wie ich hier ein Kabel verlege in meinem Helm. Oder das muss jeder für sich selber machen, wie er denkt, dass es richtig ist. Wenn manche Leute sehen, wie ich das Kabel jetzt verlege, werden sie wahrscheinlich halbert ausrasten. Ja, je nachdem wie lang euer Kabel ist, wenn ihr nicht so ein Vollidiot seid wie ich und euch kein 2 Meter Kabel kauft, dann habt ihr diesen Stress hier gar nicht. Wenn ihr aber so ein Vollidiot wie ich seid, dann... Ja, lernt ihr aus euren Fehlern. So, wir haben es irgendwie geschafft. Ich habe 10 Minuten hierfür gebraucht. Ich bin halbert ausgerastet. Schaut euch das an. Bruder, wie kacke sieht das bitte aus? Vor allem hier. Oh mein Gott, ich hätte mehr hier arbeiten müssen. So, das ist jetzt einigermaßen fest. Ist das eigentlich nicht. Ich brauche 2 Taser meistens hier. Übrigens hier ist diese scheiß Oberfläche, wo nichts dran haftet. Was auch so ein Thema ist, ist die Mikrofonposition. Ich habe ein Mikro direkt vorne. Ich weiß, manche haben es irgendwie hier raushängen. Das habe ich mal probiert. Es halt übertrieben, wenn der Helm zu ist bei mir dadurch. Deswegen habe ich mich entschieden, ich klebe es nach vorne. Der Nachteil daran ist halt, es fällt gerne mal runter. So, ich mache es jetzt gerne hier so ein bisschen rein. Ist dann noch lang genug. Oder. So, Seiten gehen dann auch ganz schnell. Zack, bam, boom, bing, bam. Pow. Oh! Motovlogger, sein Urgroßvater. Ich sehe, der Akku ist fast leer, es gibt aber eh nur noch einen Schritt. So, oh, ich habe da noch ein bisschen Kleber. So, weg, weg. Oh, bitte. Oh,
Was wäre mir unter dem Bett gefallen? So, das Ding ist... Digga, mein Helm ist voll schmutzig, weil meine Hände von irgendwas schwarz geworden sind. Naja, das Ding ist mega easy halt. Macht ihr so auf. Lässt es so rein. Boom. Fertig. Ihr müsst jetzt nur noch hier ein Gelenk bis hierhin aufbauen, wo dann die GoPro drauf kommt. Ich dachte mir, ich zeige euch, wie ich die GoPro da drauf mache. Mir ist dann eingefallen, Digga, mit was nimmst du denn das Video auf? Von daher, hier gibt es bei Amazon ultra billig. Ihr solltet euch vielleicht nicht die billigsten holen, weil meine letzten sind kaputt gegangen einfach. Also das Gelenk ist einfach durchgebrochen. Keine Ahnung, wie das funktionieren kann. Ist es. Ansonsten, was ich euch auf jeden Fall 100% empfehlen kann, ist, tada, solche Schrauben zu holen. Ultra praktisch, weil sie tausendmal besser aussehen, als wenn ihr die Dinger da dran habt. Der einzige Nachteil, müsst ihr immer einen Imbus dabei haben. Wenn ihr keinen Imbus dabei habt, Bruder, aber die sehen halt tausendmal besser aus, halten auch genauso gut. Kann man wahrscheinlich sogar noch fester ziehen als die Dinger. Deswegen ist wahrscheinlich auch ein Gelenk kaputt gegangen. Ansonsten, ja, ein Gelenk halt aufbauen, das kann ich euch jetzt zeigen. Das ist ultra der Struggle, ihr müsst halt immer schauen, dann, dass es perfekt passt. Dann müsst ihr auch schauen, dass das Kabel danach noch hier irgendwie richtig reingeht und nicht zu nah am Ding dran ist, weil der Media-Mod ein ist. Das war's dann eigentlich fürs Video. Das Gelenk aufbauen ist halt, steckt so aneinander, bup, bup. Dann zeige ich euch, wie man eine Schraube reinmacht. Ihr müsst sie vielleicht einmal eindrehen, dass im Gelenk auch ein Profil, nennt man das so, dann drin ist. Ich sehe gerade, mein Akku wird schwach. Das heißt, ich kann eh nicht viel aufnehmen. So, sagen wir, ihr habt dann so alles, wie es passt. Dann schaut ihr, dass die GoPro richtig ist. Das heißt, ihr macht es hier dran. Das Gute ist auch, warum ihr das Ding hier nehmen solltet und nicht den Schmutz. Ihr könnt das ganze Ding hier halt drehen, was übertrieben praktisch ist. Wenn ihr nur so ein paar Millimeter irgendwo braucht, dann dreht ihr halt das gesamte Konstrukt, anstatt euch da irgendwie rumzufummeln an den Dingern. Naja, auf jeden Fall so dran. Macht's hin. Ihr solltet erstmal leicht anziehen nur. Also damit ihr ungefähr ein Konstrukt habt. So, leicht anziehen, dann könnt ihr es hier noch so ein bisschen hin und her verschieben. Und wenn ihr sagt, yo, das ist jetzt die richtige Position, so ist die GoPro 100% fest, so habt ihr immer das So habt ihr... Wo ist der Imbus? Hier ist der Imbus. So habt ihr immer das perfekte Bild. Dann geht ihr rein und einmal richtig zuballern. So richtig mit voller Kraft. Am besten holt ihr euch einen Schlagbohrer und bzzzt, bam. Naja, das war's für das Video auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, macht alles andere, was ihr noch machen müsst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Jalla. Video ist doch noch nicht vorbei für alle, die doch länger zugeschaut haben. Ich habe mich doch entschieden, ich zeige euch, wie ich das Gelenk aufgebaut habe. Wie man sieht hier, es hat eine Stunde gedauert, bis du die ganzen Feinheiten hier fertig machst mit da ein bisschen und da ein Millimeter verschieben. Es sieht zumindest gut aus wegen diesen Schrauben hier, anstatt diesen komischen Fingerschrauben halt die zu benutzen, sieht tausendmal besser aus. Das einzige Problem ist, seht ihr das Ding? Seht ihr, wie lang das ist? Ich kann nicht erst die GoPro dran machen und dann das Kabel anstecken, sondern ich muss das Kabel anstecken, dann irgendwie da rumfummeln und mit die GoPro dran machen. Ich zeige euch jetzt einmal, wie es aussieht, wenn es dran ist. Warum auch immer. Dann wisst ihr, wie ich Motovlogge. So, jetzt sieht man es. So ist mein Setup. Hier, der. Also man merkt, ich habe noch nie eine Kamera in der Hand gehalten. So, hier ein bisschen Abstand. Warum auch immer da ein bisschen Abstand ist. Da der Media-Mod. Ein Glück ist das hier halt nicht komplett eng oder so. Von vorne sieht es auch ganz okay aus. So, Cam ist ziemlich gerade, was ziemlich nice ist. Wenn irgendeiner sich denkt, yo, ich will jetzt auch Motovloggen, schaut immer, dass die Cam, also wenn ich den Helm jetzt so hinleg, flach, dann denkt ihr euch, yo, der filmt ja den Himmel, aber du trickst ja deinen Helm nicht so, sondern meistens so und dann erkennt man auch, dass die Cam ziemlich gerade ausschaut. Den Fehler habe ich mal eine Zeit lang gemacht, dass ich die Cam halt komplett gerade hingestellt habe und es ist halt nur gerade. Jetzt aber vorbei mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren. Allen Freunden zeigen, allen Leuten zeigen, die irgendwie denken, Bro, ich habe zu viel Geld für eine GoPro und ich habe nichts zu tun.
ich will Motovloggen, bam, hier ist der ultimative Guide. Selbst wenn ihr so dumm seid wie ich und euch ein 2 Meter Kabel holt für ein Mikrofon. Bis zum nächsten Mal. Am nächsten Video gibt es wieder normale Vlogs auf dem Bike. Bis dahin. Jalla. Da ist ein Bällebad. Und da ist mein Emoji-Kissen.